ist so die Faszination, glaube ich, für den menschlichen Körper. Das, wenn ich da anfange, drüber nachzudenken, finde ich es einfach total krass, was dieser Körper kann oder wie intelligent er ist. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Business Talk Podcast. Heute darf ich eine junge Medizinerin, eine noch Studentin begrüßen, Nina Würfel. Ich war fasziniert von Nina, weil als wir uns kennengelernt haben, sie ist also Hörerin hier des Business Talk Podcasts, hat mich in Berlin auf der Mindful Doctor Konferenz angesprochen nach einem Vortrag und hat mir dann ihre Geschichte erzählt und ich war sehr, sehr angetan davon, was Nina alles auf die Beine gestellt hat während des Studiums schon, wo ihre Ausrichtung hingeht und ich bin sicher, dass wenn wir mehr von diesen jungen Medizinerinnen und Medizinerinnen haben, dass wir dann auch in dem Bereich der ambulanten Versorgung über den Nachwuchs uns keine Sorgen machen müssen. Nina ist 25 Jahre alt, ist geboren und aufgewachsen auf der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg und wohnt jetzt seit 5 Jahren mit ihrem Freund in München, steht kurz vor dem zweiten Staatsexamen und schreibt aktuell an ihrer Doktorarbeit. Sie hat im Rettungsdienst gearbeitet, hat eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin gemacht und dann arbeitet immer noch in einer allgemeinmedizinischen Praxis, hat da einen Nebenjob und hat vorher noch in einem Frauenarztzentrum gearbeitet, in der Kinderklinik. Und darüber sprechen wir. Wir sprechen über ihren Weg in die Medizin, warum sie Medizinerin geworden ist, aber auch, was sie für tolle Projekte an der Uni durchgeführt hat. Und sie hat so viele tolle Ideen, dass wir uns dazu entschieden haben, auch in Zukunft das eine oder andere zusammen zu machen. Ich bin ein großer Fan von Nina und das, was ich gerade schon gesagt habe, kann ich jetzt nur noch mal unterstreichen. Hört euch den Business Talk Podcast an und ihr werdet von Nina genauso begeistert sein wie ich. Also ganz viel Spaß im neuen Business Talk Podcast heute mit Nina Würfel. Wir hören uns gleich wieder. Ja, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Heute freue ich mich ganz besonders, eine junge Dame vorstellen zu können, die wieder in die Rubrik fährt, wie froh ich über das Thema digitale Medien bin und wie digitale Medien die Menschen zusammenführen können. Die Nina habe ich eigentlich gar nicht gekannt, aber ich habe sie dann kennengelernt auf der Veranstaltung der Mindful Doctor Konferenz in Berlin. Wir haben uns dort kennengelernt, sie hat mich angesprochen und hat gesagt, dass sie hin und wieder mal den Podcast hört und ich war sehr begeistert von ihrer Geschichte, die sie uns heute ja auch erzählen wird oder sie lässt uns teilhaben am Teil ihres Lebens und am Teil dieser Geschichte. Und deshalb freue ich mich wirklich sehr, Nina, dass das geklappt hat mit uns beiden heute hier im Business Talk Podcast. Herzlich willkommen. Danke, Oliver. Hallo. Wir steigen jetzt einfach mal ein mit der Frage, die ich allen meinen Podcast-Gästen stelle. Wer ist Nina Würfel? Was macht sie beruflich und privat mit eigenen Worten zurzeit? Genau, also wie du schon gesagt hast, ich bin Nina, 25 Jahre alt und ich bin aufgewachsen auf der Schwäbischen Alb. Genau, da sind meine Wurzeln, da wohnt meine Familie. Lebe jetzt aber mittlerweile seit 5 Jahren mit meinem Freund hier in München. Der sagt übrigens immer, dass ich viel zu schnell rede. Also wenn jemand nicht versteht, was ich sage, dann muss er halt den Podcast irgendwie auf halbe Geschwindigkeit hören. Genau. Oder zweimal hören, ist auch schön. Oder zweimal hören, genau. Genau, ich studiere Medizin und stehe jetzt so kurz vor dem zweiten Examen. Das schreibe ich dann im April. Da fange ich jetzt dann an, mich darauf vorzubereiten, aber aktuell sitze ich noch an meiner Doktorarbeit. Die nimmt so langsam auch ein bisschen Form an. Und genau, nebenher arbeite ich noch in der Allgemeinarztpraxis, hier bei mir um die Ecke. Das nimmt gerade auch einen großen Teil meiner Zeit ein, macht aber auch super viel Spaß. Ansonsten, vor meinem Studium war ich 2 Jahre beim Rettungsdienst, habe da ein FSJ gemacht und dann das FSJ verlängert tatsächlich und dann wurde ich tatsächlich dort auch noch fest angestellt und dann sind 2 Jahre zusammengekommen. Das war es eigentlich zu meinem Beruflichen. Und privat bin ich eigentlich hauptsächlich mit meinem Hund unterwegs, irgendwie in den Bergen, bei der Rettungshundestaffel im Training oder
Sonstiges. Ansonsten mache ich gern viel Sport. Das habe ich tatsächlich durchs Studium irgendwie gemerkt, dass ich das brauche. So, den ganzen Tag sitzen ist schon okay, aber wenn man dann abends im Bett liegt und dann der Kopf quasi noch, also richtig matt ist, aber der Körper halt irgendwie noch einen Marathon laufen könnte, dann habe ich irgendwie gedacht, ich muss irgendwie was tun. Und seitdem mache ich relativ viel Sport. Das hilft mir, tut gut. Ich fahre relativ oft heim zu meiner Familie, wenn ich kann, besuche die und die Pferde im Stall dort. Und eigentlich spiele ich auch noch Geige, aber das hat im Moment gerade, kommt es so ein bisschen zu kurz, habe ich nicht so ganz viel Zeit dafür. Ja, man merkt ja schon in dem, was du sagst, du bist sehr aktiv. Ich freue mich aber auch darüber, dass du sagst, du schaffst den Ausgleich, nämlich auch mit Sport oder mit Bewegung. Ich war tatsächlich jetzt gerade, bevor wir den Podcast machen, auch noch mit unserem Hund spazieren, weil ich brauchte auch einfach mal eine halbe Stunde ein bisschen frische Luft. Und immer, wenn ich durch den Wald gehe, merke ich sofort, das tut total gut. Man kann Energie auftanken und ich bin einfach wieder ein bisschen frischer und habe auch wieder Energie für die nächste Zeit, die dann da danach steht. Du hast gesagt, du bist gerade an deiner Doktorarbeit dran. Du hast natürlich, und das ist unser Bezug zum Podcast hier, auch einen unmittelbaren Bezug zum Thema Medizin. Du bist Medizinstudentin. Du hast gerade gesagt, du arbeitest in der allgemeinmedizinischen Praxis. Worüber schreibst du deine Doktorarbeit? Kannst du uns das schon verraten? Ja, klar. Also tatsächlich dachte ich ganz lange im Studium, dass ich Kinderärztin werden will. Und deshalb habe ich mich da auch so ein bisschen so eingebracht in die Pädiatrie und habe dann in der Kinderklinik eine Zeit lang gearbeitet. Und so ist es zustande gekommen, das läuft über eine Reha-Klinik im Allgäu. Also der Doktorvater ist, arbeitet hier am Haunerschen Kinderspital in München. Und wir haben Tests gemacht bei den Kindern, bei den Neurodermitis-Kindern und getestet, ob sie Staphylokokken, also an der Haut oder in der Nase oder auf irgendwelchen Hautdefekten haben. Und genau. Das wird dann eine Prävalenzstudie einfach. Okay, und wann rechnest du damit, dass du dann fertig bist? Ja, geplant ist so in 4 Wochen. Oh, gut. Dann werde ich die Zuhörer immer hier auf dem Laufenden halten und mal sagen, was aus deiner Doktorarbeit geworden ist. Genau. So der Tritt in den Hintern. Ja, genau, damit wir mal ein bisschen Druck aufbauen hier für die jungen Medizinstudenten. Genau. Du hast gesagt, du lebst mit deinem Freund zurzeit in München. Ist das auch ein Mediziner? Hat der auch irgendwie einen Draht zum Thema Gesundheit und Medizin? Ja, tatsächlich. Also ich habe den immer im FSJ kennengelernt und okay. Der ist Notfallsanitäter und hat da bis Anfang des Jahres tatsächlich auch Vollzeit gearbeitet. Jetzt hat er aber tatsächlich noch sich einen neuen Job oder was anderes gesucht und studiert jetzt Wirtschaftsingenieur. Konntest du ihn nicht überzeugen davon, dass das der richtige Weg ist in die Medizin, ja? Na doch, ich glaube schon. Also ich glaube, er wäre ein super Arzt geworden. Ich glaube, das denkt er auch selber, aber ich glaube tatsächlich, ihm wäre das Studium zu stressig. Da wäre ein bisschen zu faul. Ja, man erfährt ja erst mal im zweiten Teil des Lebens übrigens, wofür man wirklich bestimmt ist. Also von daher wird er da bestimmt noch mal drauf zurückkommen und sieht ja auch, wenn du erfolgreich in der eigenen Praxis bist, wie schön das ganze Leben in der Medizin sein kann und was man dafür Gutes tun kann. Jetzt fragen sich vielleicht viele schon, warum habe ich Nina eingeladen? Das ist ja schon, für mich hat das einfach sehr besonders mitgenommen, dass du mich in Berlin angesprochen hast und wir über so ein paar Dinge gesprochen haben, die dich persönlich umtreiben und die dich vor allen Dingen auch dazu veranlasst haben, überhaupt Medizin zu studieren. Ich fange jetzt einfach mal vorne an. Wie bist du in die Medizin gekommen? Ist da bei dir irgendwas in der Familie, wo du sagst, ich habe Ärzte, ich habe jemanden, zu dem ich vielleicht auch eine gewisse Vorbildfunktion aufgebaut habe oder beziehungsweise der Vorbildfunktion für mich hat? Wie bist du zu dem Thema gekommen? Also ich habe keine Ärzte in der Familie und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, so den Ursprungsgedanken, den weiß ich auch nicht mehr, weil das ist schon echt lang her. Also ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal einen anderen Berufswunsch hatte. Ja, also den Grundgedanken weiß ich nicht mehr, aber ich weiß so, was mich dann dazu bewogen hat, irgendwie dabei zu bleiben, weil ich glaube, ganz oft ist es so, dass man als Kind halt irgendwie im Kopf hat, ich habe den und den Berufswunsch und ändert es dann halt spätestens nach einem halben Jahr wieder. Aber was mich also bewegt, ist immer noch zu machen oder auch immer noch zu wollen und ich würde es auch immer wieder machen, muss ich dazu sagen, ist so die Faszination, glaube ich, für den menschlichen Körper. Das, wenn ich da anfange, drüber nachzudenken, finde ich es einfach total krass, was dieser Körper kann oder wie intelligent er ist und wie da alles funktioniert, ohne dass wir irgendwas tun und ich esse ein bisschen was und trinke Wasser, bewege mich ein bisschen und mein Körper macht dann alles von allein. Da irgendwie, mein Herz schlägt von allein, die Nieren machen mein Wasser- und Elektrolythaushalt und aus Essen wird da irgendwie Energie gewonnen. Wenn ich mir so eine Schüssel Müsli anschaue, denke ich mir, wo kommt die Energie her? Also klar, man kann es schon erklären, aber ich finde es einfach super, super faszinierend. Oder wenn ich die Embryogenese anschaue, da weiß jede Zelle, wann sie wo hinzuwandern hat und
aus was dann welches Organ entstehen soll, das weiß ich nicht. Das hat mich schon immer fasziniert und ich glaube, so ein Gedanke war, wenn ich Medizin studiere, dann wird mir das erklärt und ich kann das dann daraus irgendwie ableiten oder mir selber erklären oder weiß ich nicht. Das war, glaube ich, so der Grundgedanke. Den Gedanken habe ich immer noch, weil ich ehrlicherweise, glaube ich, auch sagen muss, dass die Erklärungen nicht im Studium gekommen sind. Also ich verstehe ein bisschen mehr, aber so richtig verstanden habe ich es. Ich weiß nicht, ob es ich nicht komplett verstanden habe oder jeder, weiß ich nicht. Dafür ist, glaube ich, einfach ein Stück zu hoch und zu faszinierend für mich. Aber ein anderer Punkt ist tatsächlich auch noch irgendwie, mein Papa, der hat einen Diabetes Typ 1, also eine Autoimmunerkrankung, wo die Bauchspeicheldrüse dann halt nicht genug Insulin produziert. Und das war für mich tatsächlich immer normal. Also ich dachte halt irgendwie, jeder Papa hat das oder weiß ich nicht. Das ist so. Und irgendwann ist dann so, kam dann so das, nee, das ist irgendwie nicht normal und andere Papas haben das nicht. Und dann war das noch in Ordnung, also weil ich gedacht habe, ja, es ist halt so, es schränkt jetzt unseren Alltag nicht groß ein, es wiegt halt sein Essen ab und spritzt ab und so ein bisschen Insulin. Aber dann, je älter ich wurde, desto mehr wurde mir dann auch irgendwie so bewusst, es ist halt nicht so, dass es nichts macht oder dass man es mit dem Insulin, was man von außen spritzt, quasi ausgleichen kann, sondern es hat halt irgendwie auch Folgeschäden oder es macht andere Sachen mit dem Körper und er geht immer wieder zu Ärzten und was halt, also jetzt mittlerweile ist er Mitte 50, von dem her passt schon, aber als ich halt noch jünger war, da war das irgendwie dann, ist ja nicht so normal und dann dachte ich immer, ja, vielleicht finde ich ja was, was meinem Papa irgendwie da helfen, heilen, weiß ich nicht, was könnte. Sehr schöner Gedanke übrigens. Weißt du, dass uns da was verbindet? Ja, genau, habe ich tatsächlich gelesen. Ja, das heißt ja schon wieder, wir treffen uns nicht nur zufällig. Also ja. Vielleicht tauschen wir uns einfach mal über das Thema Diabetes Typ 1 aus, was wir beide dann gemeinsam dafür tun können, dass das besser wird, dieses Thema. Ne? Du hast ja dann sicherlich auch noch die Zeiten bei deinem Vater mitbekommen, wo es eben nicht so einfach in Anführungsstrichen war oder nicht so luxuriös, wie es vielleicht heute ist. Ne? Also das, je nachdem, wie lange dein Vater das tatsächlich schon hat, hat er ja auch noch wirklich anstrengende Zeiten von Insulinzufuhr und Blutzuckermessung und so weiter hinbekommen, mitbekommen. Das ist ja heute, wenn ich das bei meinem Sohn sehe, ja komplett anders. Und ja. Für uns ist es und für ihn eben auch im Alltag unglaublich normal geworden, damit umzugehen. Und ich finde es immer sehr erstaunlich, dass er viel mehr Technik einsetzen könnte, das aber gar nicht will. Ja, das sind alles auch nochmal so eine Grundlage, wie wirkt Technik auf den Menschen und was passiert da letztendlich. Ne? Also wir beide nehmen uns vor, dass wir uns des Themas nochmal annehmen in der Zukunft. Okay. Du hast was sehr Schönes gesagt. Ich habe so ein bisschen mehr aufgeschrieben, gerade Faszination Medizin. Das, was der Körper kann, was der Körper eben auch nicht kann, wenn ihm etwas fehlt, was der Körper an Selbstheilung, welche Möglichkeiten er hat, allein durch Ernährung hast du gerade angesprochen. Ist das vielleicht was, was so ein bisschen auch die Zukunft der Medizin beschreiben wird aus deiner Sicht, dass man sich viel mehr wieder auf die Selbstheilungskräfte des Körpers zurückbesinnt und vielleicht mehr präventiv arbeitet? Also aus meiner Sicht auf jeden Fall und ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich sehr, dass es immer weiter in die Richtung geht. Ich meine, ich habe relativ viel Kontakt zu Kommilitonen und da höre ich das auch schon immer wieder raus, dass es schon in die Richtung geht und dass viele so denken wie ich. Ich kann natürlich nicht sagen, ob das jetzt irgendwie repräsentativ ist, weil man sich ja natürlich auch Leute sucht, mit denen irgendwie alles passt und man sich eben mit Gleichgesinnten einfach unterhält. Aber so würde ich schon sagen, es geht in die Richtung. Ich glaube tatsächlich auch, dass es nicht nur was mit dem Körper zu tun hat, sondern das geht ja irgendwie alles auch noch ein Stück weiter. Das, in meinen Augen geht es über die Menschheit raus in Bezug auf Tiere. Da geht es ja, ist ja genau dasselbe und dann irgendwie auch auf was mit unserem Planeten passiert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Geist der Zeit, was es gerade trifft. Und ich wünsche mir tatsächlich sehr, dass es in die Richtung geht und dass man da erkennt, was man alles machen kann und was möglich ist. Also es ist ja auch so ein Punkt, was ich vorhin jetzt gesagt habe, ich ernähre mich und tue quasi Essen in meinen Körper rein und daraus baut sich mein Körper auf. Und naja, jetzt kann ich überlegen, tue ich da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Chips oder irgendwas rein und leere Kalorien, die mein Körper dann quasi zur Energiegewinnung schon nutzen kann, aber Nährstoffgehalt gleich null hat. Oder ich ernähre mich irgendwie gesund und passe auf meinen Körper auf. Ich glaube, so dieser Gedanke wird es treffen. Ja.
Ja, genau, sehe ich auch so, zumal jetzt nochmal eine letzte Brücke zum Thema Insulin. Auch da sieht man es ja immer ganz genau, was mit dem Körper passiert und was der Körper braucht und eben nicht und was dieser Wirkstoff auch ausmachen kann, gerade wenn man sich damit beschäftigt. Und das hast du ja dann auch von jungen Jahren an auch mitbekommen. Wenn du jetzt dir dein Studium anschaust, du bist ja jetzt auch schon relativ weit, geht ja so langsam dem Ende entgegen auch bei dir. Hat das Studium diese Art zu denken gefördert, weil du einfach mehr weißt? Oder glaubst du, dass das Studium vielleicht sich langsam, aber vielleicht sicher auch anders ausrichten müsste, was jetzt allein die medizinische Grundausbildung angeht? Ich glaube, dass das Studium nicht dazu beigetragen hat, dass ich so in die Richtung denke. Ich weiß tatsächlich nicht genau, wo es herkommt. Vielleicht tatsächlich ja, wie du gesagt hast, von der Insulingeschichte. Ich glaube, dass sich das Studium tatsächlich ändern muss. Das hat aber tatsächlich auch mehrere Gründe. Also ein Grund wäre jetzt zum Beispiel auch, also ich glaube, das Studium geht seit, weiß ich nicht, wie viel Jahren. 6 Jahre, immer konstant. Und ich meine, die Forschung geht immer weiter und wir lernen immer mehr und mehr und haben halt irgendwie alles immer nur so kurz im Kopf, spucken es quasi in der Prüfung wieder aus und vergessen es hinterher, weil es einfach, es ist nicht anders möglich. Und dabei fallen dann halt so kleine Fächer wie gerade die Sozialmedizin oder wie ich halt die Patienten bestmöglich betreuen kann oder auch solche Ernährungsgeschichten einfach hinten runter. Man lernt nur Ursache von einer Krankheit, Entstehung. Wer hat es, wie äußert es sich und wie heile ich das und nicht irgendwie darüber hinaus, weil es auch von der Zeit einfach nicht möglich ist. Und da wünsche ich mir oder hoffe, dass es sich ändert. Ich weiß nicht, ich habe für mich gedacht, ich weiß nicht, ob es sinnvoll wäre, ich weiß auch überhaupt nicht, ob sowas möglich ist. Für mich würde es total auch Sinn machen, wenn man vielleicht vor dem Studium schon entscheiden muss, gehe ich in die Richtung, weiß ich nicht, ambulante Versorgung oder in die Richtung stationär, wo es tatsächlich um solche Sachen geht, was ja auch vollkommen wichtig und sinnvoll ist, dass es das gibt. Aber dass ich mich dann einfach auch mehr auf solche Sachen konzentrieren kann. Wie begleite ich den Patienten bestmöglich oder wie helfe ich den Patienten quasi dazu, zurückzukommen, wie sie sich selber helfen können. Für mich ist nicht die Lösung oder der Patient kommt zu mir, hat ein langjähriges Problem und ich verschreibe ihm dann irgendwelche Tabletten. Das ist vielleicht eine kurzfristige Lösung, aber auf lange Sicht hat der Patient ja viel, viel mehr Möglichkeiten, was er tun kann und wie er sich selber helfen kann. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein Punkt wäre, was mich freuen würde, wenn das Studium weiter in die Richtung sich entwickeln würde. Da habe ich mir zwei Sachen jetzt so aufgeschrieben. Ich fange mal einfach mit dem Thema des Wissens an. Du hast gesagt, das Studium ist seit langer Zeit immer gleich lang und das Wissen, wir haben aber viel mehr Wissen als vorher. Glaubst du, dass es notwendig wird, für dieses mehr Wissen immer mehr digitale Tools auch einzusetzen? Also vielleicht einen wie auch immer gearteten digitalen Helfer in der Diagnose zum Beispiel mit einzubeziehen oder Wissen für den Mediziner dann auch in dem Moment zur Verfügung zu stellen, wenn es um Diagnose und Therapie für den Arzt gibt. Also ich sage mal so als eine Instanz, die im Hintergrund arbeitet und die ich dann wie als mal virtuellen Berater mit einbeziehen kann. Oder hast du andere Ideen? Was glaubst du, macht das Sinn? Ja, ich glaube schon, dass es Sinn macht. Ich glaube, dass es Sinn macht, Ärzte oder allgemein medizinisches Personal so weit wie möglich digital irgendwie unterstützen zu können, wo es halt eben möglich ist. Ich glaube, die letzte Entscheidungsinstanz muss immer irgendwie Arzt-Patient-Kommunikation, Gespräch, wie auch immer sein. Also eine gemeinsame Entscheidungsfällung. Aber davor kann man ja überall unterstützt werden. Ich weiß nicht, sei es in der Anamnese mit so Sachen wie Edana oder weiß ich nicht. Oder aber auch in der Diagnose oder also gerade beim Ultraschall, ich meine, jeder Arzt übersieht irgendwelche Sachen. Das kann immer passieren. Und da glaube ich, dass es schon Sinn macht, wenn man irgendwie digitale Hilfsmittel einsetzen kann. Also ich habe das jetzt mal gelesen, letztens nochmal, fand ich auch super spannend, dass es so eine Datenbank gibt, die begleitend mit dem Arzt gemeinsam die Diagnose stellt und dann vielleicht einen Vorschlag macht, könnte das, das oder das sein. Also auch so als Vorauswahl gerade, du hast gerade schon das Thema Anamnese angesprochen, also vorbereiten, den Patienten vorher schon mit einbeziehen und dann vielleicht so eine Art Vordiagnose zu stellen, dass der Arzt im Grunde entlastet wird, weil er eben nicht alles weiß oder auch seltene Erkrankungen vielleicht nicht zuordnen kann, ne? Wenn es gerade um diese
wirklich seltenen Erkrankungen geht, dass man allein diese Erkrankung auch erkennen kann und von vornherein in die richtige Richtung diagnostiziert. Das ist ja keinem Menschen oder auch keinem Arzt sowieso nicht vorzuwerfen, dass man vielleicht vieles erstmal versucht, weil eine aus der Erfahrung heraus vielleicht die oder die oder die Diagnose sein könnte. Und wenn das digital unterstützt wird, werden wir vielleicht ein bisschen weiter. Dann wäre weniger Versuch und Irrtum, sondern mehr auch gezielte Therapie möglich. Das sehe ich eben auch so. Und ich glaube, das dann miteinander zu verbinden, das kann langfristig wirklich viel, viel Sinn machen. Du hast aber noch was anderes gesagt gerade. Das ist das Thema Entscheidung darüber, wann oder wie will ich letztendlich in die Versorgung eingreifen oder was will ich tun? Will ich also in die ambulante Versorgung gehen oder möchte ich hinterher stationär bleiben? Also bleiben, sage ich deshalb, weil viel in der Ausbildung auch in der Medizinerin oder zum Mediziner ja auch stationär stattfindet. Also die ganze Ausbildung ist ja, ich würde jetzt mal sagen, zu 90, wenn nicht 95% im Krankenhaus und nur sehr wenige haben die Möglichkeit, während des Studiums schon oder beziehungsweise während der Facharztausbildung dann auch die Weiterbildungszeit in der Praxis durchzuführen. Würdest du sagen, dass es wirklich Sinn macht, sich im Studium schon damit zu beschäftigen oder sogar noch vorher? Sinn macht es auf jeden Fall. Also ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich da echt irgendwie vorbelastet bin. Also ehrlicherweise hatte bei mir das Krankenhaus quasi nie eine Chance. Das ist so, ja, das irgendwie war schon immer in meinem Kopf so, dass ich in die Praxis wollte und ich habe, also klar, dann redet man sich das so ein und dann wird es auch, also wenn ich denke, es wird schlecht, dann wird es halt auch schlecht im Krankenhaus und was mich da so ein bisschen bestärkt hat, war so diese, weiß ich nicht, diese Hierarchie, die da im Krankenhaus herrscht und dieses von oben herab, das spürt man tatsächlich sehr deutlich. Ich würde jetzt sagen, an der Uniklinik mehr als an irgendwelchen kleinen Krankenhäusern. Deshalb denke ich, es macht schon Sinn. Und dann könnte man ja theoretisch auch das Studium so auslegen. Also ich zum Beispiel, ich habe alle Praktika, die irgendwie gingen, in irgendeiner Praxis absolviert. Meistens gibt es die Möglichkeit, es sind halt irgendwie dann nur ein paar Plätze oder sowas, aber wenn man schnell ist, dann geht es schon. Ja, aber deshalb denke ich, dass es tatsächlich auch Sinn macht, das irgendwie vielleicht über die Organisation des Studiums so aufzuteilen, weil halt auch diese Fächer wie, weiß ich nicht, Sozialmedizin oder wie beantrage ich eine Reha, sowas. Solche Sachen, das kommt halt in meinen Augen viel zu kurz. Oder ich weiß noch, wir hatten die Allgemeinmedizinklausur und ich habe tatsächlich erst hinterher gecheckt, dass es die Allgemeinmedizinklausur war. Weil das hieß nicht so, ich weiß nicht mehr, das hatte irgendeinen ganz abgefahrenen Namen und dann war das nur so ein paar Vorlesungen und dann habe ich mir die Folien angeschaut und dachte so, ja, das kommt schon hin, aber hätte auch was anderes sein können. Und hinterher habe ich dann gesehen, ja, das war es ja scheinbar für Allgemeinmedizin. Und ich weiß nicht, in meinen Augen läuft irgendwie echt was schief. Also finde ich total schade, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Und weil ich für mich denke, ich kann in der ambulanten Versorgung oder in meiner eigenen Praxis, kann ich doch viel mehr das ausleben, was mich bewegt oder wie ich Medizin sehe oder wie ich Medizin machen möchte. Und dann kommen ja auch die Patienten zu mir, die dazu passen und die das genauso sehen und die von mir, weiß ich nicht, also mitgenommen werden wollen oder eben nicht. Und deshalb denke ich, dass es je früher, desto besser. Jetzt haben wir uns ja auch vorher schon zwei, drei Mal unterhalten zu dem Thema. Und du hattest auch gesagt, dass du es äußerst sinnvoll findest, wir hatten über das Thema Business Talk Academy gesprochen, also berufsbegleitend etwas zu entwickeln, wo die Mediziner mehr unternehmerische Skills bekommen können. Und du hast gesagt, Mensch, sollen wir das nicht irgendwie auch für Studenten machen? Beziehungsweise ist das nicht eine Idee, das auch frühzeitig mal einzubinden? Ich finde diese Idee wirklich sehr großartig, weil ich da mit dir absolut einer Meinung bin. Nur wenn ich weiß, was auf mich zukommt und im Studium das auch erfahre, dann glaube ich, macht es sehr viel mehr Spaß, auch sich zu überlegen, kann ich dann, wie du jetzt das auch so sagst, vielleicht meine Zukunft auch in der ambulanten Versorgung sehen. Und es gibt ja da einige Modellstudiengänge, die das auch nachweisen können, die wirklich zeigen, dass der Anteil der jungen Medizinerinnen und Mediziner, die danach in die eigene Praxis gehen, exorbitant höher sind, wenn sie vorher Erfahrungen gemacht haben oder vielleicht auch sogar dann nochmal ihre Weiterbildungszeit auch in der Praxis machen wollen. Wir haben ja heute viele mehr Möglichkeiten, als das vielleicht noch vor 10 Jahren der Fall gewesen ist. Glaubst du, dass du langfristig tatsächlich in der ambulanten Versorgung arbeitest oder kannst du dir auch vorstellen, anderen dabei zu helfen, sich in der Medizin zu entwickeln, Programme aufzubauen, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, Mensch, ich würde gerne anderen auch helfen und ich habe da eine Idee, also außerhalb der Medizin auch was zu machen? Ja, also irgendwie, ich habe so zwei Bilder in meinem Kopf, was ich mir irgendwie vorstellen kann. Also das eine ist tatsächlich, also ich möchte auf jeden Fall tatsächlich zuerst eine eigene Praxis haben, gründen, wie auch immer, das vielleicht auch ausbauen oder ich weiß nicht, einfach auch um die Erfahrung zu machen und auch, ich meine, man studiert ja auch ein bisschen Medizin, um
Patienten mitzunehmen auf ihren eigenen Weg und so. Deshalb, das ist auf jeden Fall das eine Ziel, aber auf lange Sicht kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, das irgendwie, weiß ich nicht, nur noch halb zu machen und irgendwelche anderen Programme auf die Beine zu stellen, wie man das irgendwie verbessern kann oder wie man anderen dabei helfen kann, ihren eigenen Weg zu gehen oder ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Jetzt gibt es ja bei euch in München einen besonderen Teil der medizinischen Ausbildung. Das ist auch was, worüber wir jetzt auch schon mehrfach gesprochen haben. Ich nenne es jetzt mal das Thema Projekt Businessplan an der Uni in München. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen, weil ich das super spannend finde, dass das angeboten wird und dass ihr die Möglichkeit habt, selber auch über dieses Thema innerhalb des Studiums schon nachzudenken. Das geht ja genau in die Richtung, die wir jetzt gerade besprochen haben. Erzähl doch vielleicht mal, worum ging es da? Was habt ihr da gemacht? Ja, genau. Also das hieß, es war ein Wahlfach. Und das hieß Arzt und Unternehmer, genau. Das war super spannend. Also wir hatten quasi, wir mussten uns dafür anmelden und hatten dann, das war jetzt blöderweise, weil es jetzt dieses Sommersemester 2020 mit dieser Corona-Zeit war, war das dann alles nur digital. Also wir hatten über Zoom dann einen Link und haben uns da eingewählt und dann haben sich verschiedene Coaches vorgestellt. Wir haben uns in Gruppen eingeteilt und die Aufgabe war so ein bisschen, erstellt quasi einen Businessplan für eine Praxis, die genauso in Realität umgesetzt werden könnte. Und dann gab es drei Gruppen. Die eine Gruppe, also ich war in der ersten Gruppe, das war eine allgemeinmedizinische Praxis im unterversorgten Land. Das zweite war, ich glaube, eine allgemeinmedizinische Praxis in der Stadt, also nicht unterversorgt. Und das dritte war irgendwie freie Wahl, also Facharzt- und Standortwahl. Und wir haben uns dann, also wir waren zu fünft in der Allgemeinmedizin- und Unterversorgt-Gruppe. Haben uns alle jede Woche zusammengeschaltet, hatten meistens erst irgendwie Vorträge von Experten, also ich weiß nicht, einmal war jemand von der KV da, es ging um Ethik, um Steuern, um Recht, um weiß ich nicht was alles, ein Praxisbeispiel, also Ärzte, die in der Niederlassung sind, ja, so waren verschiedene Vorträge und danach hatten wir dann quasi immer irgendwie, weiß ich nicht, 2 Stunden Zeit und haben uns in unseren kleinen Gruppen mit jeweils einem Coach getroffen, also unser Coach, der war Wirtschaftsingenieur-Diplom, hat irgendwie im IT-Sektor gearbeitet und irgendwie Startups unterstützt. Und das war richtig cool, also es hat super viel Spaß gemacht. Wir haben da zu fünf, glaube ich, echt was ganz Cooles auf die Beine gestellt, haben uns darüber unterhalten, wie wollen wir das Ganze aufziehen, welche Ärzte sollen da mitspielen, wird das eine Gemeinschaftspraxis, eine Praxisgemeinschaft, wer kriegt welchen Sitz, stellt man noch irgendwie andere Ärzte an dafür, was macht man, übernimmt man die Sitze, gründet man sie neu, übernimmt man dann den Arzt, dessen Sitz man übernommen hat oder wie macht man es mit Mitarbeitern, übernimmt man die oder übernimmt man sie nicht, welche Räume nehmen wir. Wir haben tatsächlich dann zusätzlich noch so eine Art kleine GmbH gegründet, weil wir gesagt haben, wir wollen auch irgendwie auf die Wirtschaftlichkeit achten, weil man ja irgendwie als Mediziner schon so ein bisschen eingeschränkt ist. Wie machen wir auf uns aufmerksam mit, weiß ich nicht, mit Artikeln in der Zeitung oder mit Eröffnungsfeier und planen wir einen Monat davor schon ein, die ganzen Mitarbeiter einzuarbeiten und Finanzplan war ein Riesenthema. Wir hatten irgendwie 3 Wochen, wo wir uns nur mit dem Finanzplan beschäftigt haben. So auch, was sind die Lebenshaltungskosten von einer, weiß ich nicht, 4-köpfigen Familie und was braucht man, was muss dabei rauskommen, was kommt letztendlich auch dabei raus und wie sind die Scheinzahlen, wie steigen die, wie entwickeln die sich. Wir hatten noch, genau, die Öffnungszeiten waren ein ganz großes Thema, weiß ich noch, haben wir uns lange drüber unterhalten, wer übernimmt dann welchen Part und wie machen wir es mit Meetings, dass die Mitarbeiter gut dazu auch ihre Meinung äußern können und mitsprechen können, weil es uns dann tatsächlich auch wichtig war, dass irgendwie Mitarbeiter glücklich sind und eine Möglichkeit haben, den Arbeitsalltag mitzugestalten. Ja, das waren so die Gedanken und wir haben das dann irgendwie alles auf einen Nenner runtergebrochen, sage ich jetzt mal, zu fünf. Ich meine, zu fünf ist natürlich, also es sind halt 5 Meinungen, und wenn nicht gar 6 oder noch mehr. Der Coach hat uns immer wieder so ein bisschen so einen Schubs in die richtige Richtung gegeben, wenn wir irgendwie ganz abgedriftet sind. Ja, und so haben wir dann einen Businessplan erstellt mit Finanzplan und haben das dann quasi abgeschickt und hatten dann tatsächlich auch am Schluss eine Präsentation, wo wir das präsentiert haben. Leider alles nur digital. Ich glaube, das wäre ganz cool geworden, wenn wir das hätten in live machen können. War aber auch so eine super Erfahrung und hat super gut funktioniert und unser Feedback war auch, muss ich sagen, sehr gut. Also ich würde einfach ehrlicherweise so jedem empfehlen, der irgendwie mit dem Gedanken spielt, in die Richtung was zu machen, weil es halt im Studium leider gar nicht vorkommt oder überhaupt nicht. Ich meine, ich
ja, ich wusste, dass es einen Businessplan gibt und dass man sowas macht, aber was da jetzt alles dazukommt oder Umsatzsteuer und solche Sachen, ja, keine Ahnung. Das sagt einem ja keiner. Ja, die Begrifflichkeit alleine, ne? Da weiß man ja, ist das schon gar nicht einzuordnen. Also ich finde das unglaublich toll, was ihr da gemacht habt. Du hast mir den Businessplan ja auch zur Verfügung gestellt. Wir haben uns darüber schon unterhalten. Ich habe dir auch meine Meinung dazu schon gesagt, die ich hier gerne auch nochmal wiederhole. Also ein wirklich toller Plan, bis in die Tiefe ausgearbeitet. Ihr habt zwar auch gesagt, ja, ihr hattet Unterstützung und ihr habt einen Mentor gehabt, aber allein wie du das jetzt widerspiegelst, wie du das jetzt wiedergibst, das ist ja schon auch ein bisschen her, dass ihr das gemacht habt. Du bist einfach da noch im Thema und die Begrifflichkeiten, die du genannt hast, sei es jetzt angefangen von der einfachen Einstellung Gemeinschaftspraxis, Praxisgemeinschaft, Partnerschaftsgesellschaft, für die ihr euch, glaube ich, letztendlich sogar entschieden habt. Dann die Frage danach, was ist mit Steuern, was ist mit Finanzen, Businessplänen, was ist mit Mitarbeiterführung? Du hast über die Themen Ethik, Recht, Steuern gesprochen. Das sind für dich alles gerade keine Fremdwörter mehr, sondern durch diese Projektarbeit bist du einfach da im Thema. Das heißt jetzt nicht, dass man von jetzt auf gleich gründen kann, aber du hast eine super Grundlage jetzt gelegt für die Arbeit im eigenen Unternehmen. Und das wäre es ja wirklich geworden, weil wenn ihr mit 5 gegründet habt, hättet, dann wärt ihr ja schon ein Unternehmen geworden mit einer angehängten GmbH noch. Also ihr habt euch wirklich tief mit der Materie auseinandergesetzt. Und das, was du gerade gesagt hast, 5 Meinungen, kann man auch 1:1 wiedergeben oder übertragen aufs richtige Leben. Wenn man irgendwann mit 5 Partnern in der Gemeinschaft ist, dann hat man einfach 5 Meinungen. Nicht nur im Studium, sondern auch später in der eigenen Praxis. Ja. Also das, was ihr da gemacht habt, ist wirklich unglaublich wertvoll. Wenn ihr jetzt die Entscheidung treffen könnt, macht ihr es oder macht ihr es nicht, dann kann jeder diese Entscheidung auf einer Grundlage treffen von Wissen und nicht von Annahme. Und das ist ein großer Unterschied und ich glaube, das macht es absolut aus. Und das auch in der zeitlichen Abfolge des Studiums, also kurz vorm Ende jetzt zu überlegen, interessiere ich mich weiter für das Thema ambulante Versorgung, weil ich kenne die Strukturen jetzt. Oder ich bleibe eben doch erstmal noch ein bisschen im Krankenhaus und vielleicht medizinisch noch ein paar Erfahrungen zu sammeln. Oder vielleicht tatsächlich zu sagen, ich habe jetzt schon gesehen, die Praxis ist noch nichts für mich oder wird vielleicht nie das sein, was ich mir vorstelle. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großartiges Projekt. Kann ich euch wirklich nur zu gratulieren. Auch natürlich der Universitäten, auch den Mentoren, die euch da unterstützen und geholfen haben. Glaube ich, du hast gesagt, ihr habt Kontakt zu den KVen, ihr habt Kontakt gehabt zu den einzelnen Beratern, sei es Bankern, die da vielleicht nochmal was zu beigetragen haben. Ihr habt öffentliche Mittel eingeplant, also das gesamte Spektrum wirklich aufgeführt. Eigentlich sollte man diesen Plan mal veröffentlichen, damit man mal sieht, was junge Menschen und Studenten auf die Beine stellen können in dieser Zeit. Und ich würde jetzt einfach mal anbieten, wenn jemand Interesse daran hat, setzt euch doch bitte direkt mit der Nina mal in Verbindung. Wir werden ja auch deine ganzen Informationen mal in die Shownotes bringen. Und dann kannst du vielleicht noch ein paar Sätze dazu sagen und vielleicht auch noch mal beschreiben, wie seid ihr da vorgegangen. Ich glaube, dass das für viele, viele wirklich sehr, sehr interessant ist, was ihr da gemacht habt. Ja, sehr gern. Also nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ja. Danke. Aber ich glaube tatsächlich auch, also ja, es geht schon um dieses Know-how und diese Sachen. Aber ich glaube auch, dass, also mir hat es auch schon geholfen, allein zu sehen, ich darf mir Hilfe holen oder ich muss das nicht irgendwie allein machen. Ich stehe da quasi vor so einem Berg und habe keine Ahnung, wie ich da drüber soll, aber es gibt Ansprechpartner und für jedes spezielle Gebiet gibt es einen, der sich auskennt und ich darf mich dann auch an die wenden oder habe jetzt Leute an der Hand, wo ich weiß, an die kann ich mich wenden. So, ich glaube, das macht auch einen riesengroßen Mehrwert von der ganzen Sache. Absolut. Ja, das ist ja ein Thema, wo Mediziner sich nicht so gern dran trauen, ne, an das Thema, ich hole mir Hilfe. Aber auch das, wenn ich das frühzeitig weiß und frühzeitig für mich beanspruchen kann, dass das absolut okay ist, auch später in der eigenen Praxis sich Hilfe zu holen und im Team zu wachsen, dann ist das ein Mehrwert. Wenn ich den früh mitnehme in meinem beruflichen Leben, dann kann ich den immer wieder einsetzen und weiß, was ich kann. Ich weiß aber auch, was andere können und man kann dann einfach die Kompetenzen auch verteilen. Das ist gar nicht schlimm, wenn man das tatsächlich so macht. Ja, tolles Projekt und ich glaube oder ich weiß, dass euch das viel, viel helfen wird auf dem weiteren Weg. Jetzt bist du ja sowieso schon in der ambulanten Praxis tätig. Du hast gerade, wir haben gerade noch kurz im Eingang drüber gesprochen, im Moment ist Corona-Zeit, da ist viel, viel los. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Ärzte und Ärztinnen sind sehr beschäftigt, was das Thema angeht. Hoher Anspruch, jetzt ist auch noch Grippezeit gerade, dann kommen wahrscheinlich noch Grippeimpfungen dazu. Ja, die sind schon aus. Die sind schon aus, genau, gibt es schon gar nicht mehr, genau. Also da kommen viele, viele Dinge in der Praxis zusammen und trotzdem sagst du, das ist ein Weg, den du auf jeden Fall weitergehen willst. Kannst du dir denn vorstellen, wie ihr das auch geplant habt, in der Gemeinschaft zu arbeiten? Ja, auf jeden Fall. Also ich dachte ganz lange, ich will das allein machen, weil ich irgendwie allein schon 100.000 Ideen habe, die ich umsetzen will, ich weiß nicht. Aber mittlerweile ist, glaube ich, tatsächlich einfach nicht mehr praktikabel allein. Also
die Praxis, wo ich arbeite, ist tatsächlich eine Ärztin. Sie hat zwar eine Weiterbildungsassistentin, aber schmeißt den Laden quasi allein. Und die arbeitet halt 24/7. Also und dann eher mehr mit Bürokratie und was weiß ich was beschäftigt, als mit der eigenen Praxis. Es ist immer ein Drama, bis man eine Urlaubsvertretung gefunden hat, weil es natürlich allen Praxen so geht. Ja, deshalb auf jeden Fall eine Gemeinschaftspraxis, wo man sagen kann, man teilt sich das auf und man hat halt vielleicht auch mal einen Vormittag frei oder und das läuft trotzdem alles. Es ist jetzt nicht, es hängt nicht alles davon ab, ob der Arzt oder die Ärztin da ist, sondern es läuft auch, wenn eine Person nicht da ist und das wäre mir sehr, sehr wichtig, ja. Ja, und vielleicht auch dann kommt der Einsatz der digitalen Hilfsmittel wieder zum Tragen. Ne? Auch da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Auch diese Themen, da hattet ihr euch auch ja sogar in eurem Businessplan und im Konzept schon mit beschäftigt. Jetzt hast du von dir aus gesagt, du bist jetzt in der Allgemeinmedizin als Aushilfe, als Studentin schon tätig. Hast du denn für dich eine Fachrichtung, wo du sagst, da möchte ich gerne hin? Ist es Gynäkologie, hast du mal gearbeitet? Ist es die Kinderheilkunde? Gibt es irgendeine Richtung schon für dich? Also mittlerweile bin ich eigentlich sicher, dass ich auf jeden Fall Allgemeinmedizin machen will. Das war, glaube ich, so ganz, also in der Schule noch der Grundgedanke, so dieser klassische Landarzt. Dann bin ich ein bisschen davon abgekommen und dachte tatsächlich, ich mache Kinderarzt. Das hat sich jetzt aber herausgestellt, dass ich das, glaube ich, besser nicht machen sollte. Das passt einfach nicht so zu mir, da habe ich irgendwie einfach ein bisschen andere Ansichten teilweise. Und deshalb bin ich jetzt wieder zurückgekommen zur Allgemeinmedizin und glaube tatsächlich auch, dass ich da einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten habe, irgendwie Patienten zu erreichen und zu bewegen und was zu machen, dass die Patienten wieder so ein bisschen ein Stück weit in ihre eigene Verantwortung kommen und die Verantwortung für ihr Leben und ihre Gesundheit übernehmen, was sie meiner Meinung nach einfach auch sollten. Und da sehe ich dort einfach die größten Möglichkeiten und deshalb wird es, denke ich, das. Okay, jetzt hast du natürlich gerade mir eine Steilvorlage gegeben, indem du gesagt hast, ich bin da mittlerweile bei der Kinder- und Jugendmedizin anderer Meinung. Jetzt ist es ja unbedingt so, ich versuche mal da eine Brücke zu schlagen, dass Kinder nicht immer unbedingt ihre eigene Meinung äußern dürfen, ne? Beziehungsweise die eigentliche Instanz sind ja die Eltern. Übrigens, klassisch, ich habe mich wirklich gefreut, dass unser Hund jetzt nochmal bellt, weil ein Podcast ohne Hundegebell, der kann ja gar nicht sein. Aber das haben wir damit auch abgehakt. Gibt's denn tatsächlich einen Grund, warum du sagst, das ist nicht mehr die Richtung, die ich einschlagen möchte? Ja, genau das. Okay. Also, tatsächlich, ja, ich weiß nicht. Die Kinder können halt nicht für sich entscheiden. Und irgendwie war das für mich so, dass ich, glaube ich, nicht damit leben kann, wenn Eltern für ihre Kinder Entscheidungen treffen, wo ich denke, finde ich jetzt schwierig. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich immer die richtige Meinung habe und es gibt sicher viele Wege, die irgendwie am Ende richtig sind. Aber das finde ich einfach super schwierig, sich da dann abzugrenzen und sagen zu können, okay, eure Entscheidung, ich finde es einfach, wenn jemand sagt, ich entscheide das für mich. Ich möchte das nicht oder ich möchte das oder ich will es anders ausprobieren, dann ist es okay, weil man dann die Verantwortung für sich selber hat und dann kann ich damit irgendwie voll leben. Aber wenn es jemand für Kinder oder für andere einfach entscheidet, dann finde ich es super schwierig. Und außerdem war es auch so, also, dass ich da in der Kinderklinik gearbeitet habe, es war auch so, dass einfach irgendwie, weiß ich nicht, 50% des Tages damit voll sind, irgendwie Kinder Blut abzunehmen und die Kinder festzuhalten. Das jetzt für mich auch nicht. Ja. Also, ja. Schön für eine wirklich ehrliche Meinung, das ist, höre ich sehr, sehr gerne. Genau. Man muss auch einmal die Dinge ansprechen, wie sie sind. Ja, aber deshalb bin ich auch so froh, dass ich die Erfahrung machen dürfte, weil ich das halt hätte sonst nie sagen können. Also, okay. Ja. Na, du hast absolut recht. Jetzt gucke ich immer mit Blick auf die Uhr, wir sind schon 40 Minuten dabei, das geht so schnell rum mit dir. Trotzdem würde ich unseren zeitlichen Rahmen ganz gern einhalten und würde mit dir jetzt gern zum Schluss die kurze Frage, kurze Antwortrunde machen. Also, die Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten 5 Jahren? Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bisschen Wunschgedanke ist, aber ich wünsche mir auf jeden Fall, dass es irgendwie ein Stück individualisiert wird, sowohl für Patienten als auch für Ärzte, digitalisiert vor allem, um die Ärzte zu unterstützen und auch ein Stück so, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, um ehrlich zu sein, so enthierarchisiert, dass man einfach mehr als Team arbeitet und mehr die Pflege mit einbezieht oder andere Sparten mit einbezieht. Wenn es das Wort nicht gibt, haben wir es jetzt gerade geprägt oder du hast es gerade geprägt. Na, sehr schön, ja. Was bedeutet für dich Gesundheit? Eigentlich alles. Also ich denke, dass Gesundheit das Wichtigste ist, was jeder Mensch in seinem Leben hat. Und wenn ich jetzt aber eine Definition abgeben müsste, dann wäre es, glaube ich, ein hohes Level an Energie, sowohl psychisch als auch physisch und das über lange Zeit zu halten. Schön, sehr schön. Ich habe schon viele Antworten gehört, aber ein hohes Maß an Energie ist, glaube ich, noch nicht dabei gewesen. Ja, gibt es eine Eigenschaft, die der Arzt, die Ärztin aus deiner Sicht als Unternehmer, als Unternehmerin haben sollte? Also, ohne da jetzt irgendwie aus Erfahrung sprechen zu können,
glaube ich, dass es verdammt wichtig ist, irgendwie offen zu sein, zuhören zu können und vor allem Kommunikation. Ich glaube, damit steht und fällt das Ganze, weil gerade Mitarbeiter, die irgendwie an der Front sind, auch, denke ich, oft irgendwie gute Ideen haben oder Probleme ganz anders bewerten als man selber, wenn man irgendwie dahinter steht. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, ja. Ja, hast du absolut recht. Gibt es ein Buch, einen Film, das dich besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat? Also, mich persönlich erreicht, es sind eigentlich zwei Bücher, irgendwie dieses Why Not von Lars Ament, das hat mir so, ich glaube, wenn ich das nicht gelesen hätte, hätte ich jetzt keinen Hund. Sehr schön. Und das andere ist von Joe Dispenza, der hat das Du bist das Placebo geschrieben und das empfehle ich immer sehr gern, wenn mich jemand fragen will. Ja. Zwei tolle Empfehlungen, die nehmen wir mal einfach mit auf, die werde ich mal in die Shownotes mit verlinken, zwei ganz tolle Bücher. Ja, die letzte Frage, gibt es jemanden, der kann auch durchaus prominent sein, also jemand, den du einfach im Kopf hast, mit dem du gerne eine Gemeinschaftspraxis gründen würdest? Also, ehrlicherweise eine super, super schwierige Frage. Und ich habe bisher tatsächlich irgendwie gefühlt, also Ärzte kann ich jetzt tatsächlich echt nicht sagen, aber ich habe gedacht, ich würde es total cool finden, wenn ich mit meinen beiden Schwestern so eine Praxis gründen könnte. Die sind zwar beide keine Ärzte, die eine ist BWLerin, die andere studiert gerade Psychologie, aber ich glaube, wir wären ein ziemlich gutes Team, weil wir auch irgendwie auf einer anderen Ebene miteinander kommunizieren und das irgendwie uns halt auch ehrlich sagen, was wir denken und was nicht. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie halte ich das für sehr, sehr wichtig und ich glaube, dass das gut funktionieren würde. Das ist eine ganz tolle Antwort, weil es nicht nur um deine Familie und deine Schwestern geht, sondern weil es auch darum geht, also eigentlich eine unternehmerische Antwort sogar schon, weil es darum geht, nämlich unterschiedliche Menschen zusammenzubringen, die unterschiedliche Qualitäten, unterschiedliche Eigenschaften mitbringen, um in einem Unternehmen wie einer Gemeinschaftspraxis gut und erfolgreich zusammenzuarbeiten. Nina, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für das tolle Interview. Ich weiß, dass das für dich, glaube ich, eine Herausforderung war, heute mit mir hier zu sprechen, aber ich fand super, du hast das super souverän gemacht und ich bin sicher, dass ich dich in 10 Jahren nochmal in diesen Podcast einladen werde, wenn es den noch gibt und du uns erzählen wirst, wie du erfolgreich in die eigene Praxis gestartet bist und was du mittlerweile alles machst. Ganz liebe Grüße nach München. München ist richtig, ja, genau, München. Ja, genau. Alles Gute für deinen Weg. Ich weiß, wir beide werden uns sowieso weiter austauschen und in Verbindung bleiben. Es gibt ein Projekt, das wir beide jetzt zusammen machen. Das reiße ich aber jetzt nur an. Mehr will ich dazu gar nicht erzählen. Das werden wir dann im nächsten Jahr nochmal ein bisschen genauer beschreiben. Und dann wünsche ich dir eine tolle Woche und alle, die zugehört haben und dabei waren, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Denkt immer dran, uns zu bewerten, vielleicht bei YouTube, iTunes oder wo immer ihr uns hört, finde ich immer ganz wichtig. Und bleibt unternehmerisch, habt eine tolle Woche und Nina, du darfst das Abschlusswort sagen. Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich habe tatsächlich noch eine Sache, dass ich irgendwie so loswerden will. Gerade jetzt irgendwie glaube ich, dass wir Menschen, wenn wir uns alle ein bisschen respektvoller oder mit ein bisschen mehr Liebe begegnen, so weiß ich nicht, ein Lächeln oder mal ein Danke oder eine Tür aufhalten oder irgendwas, was keinen von uns was kostet. Ich glaube, dass wir damit die Welt ein Stück weit besser machen könnten und das wünsche ich mir und das hoffe ich, dass es diese ganze Zeit uns jetzt ein bisschen lehrt und deshalb, da gibt es einen Comedian, der sagt das immer, habt alle einen schönen Tag und seid lieb zueinander. Auch wenn man das eigentlich gar nicht sagen kann, dass man über das Internet Energie bekommt, das habe ich jetzt gerade von dir bekommen. Ganz, ganz vielen Dank. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Sehr cool, danke. Tschüss. Tschüss.